Und jetzt wird lustig sein. Jetzt werden wir lustige Situationen haben, nämlich wie ich stehe hier, klicke auf die zweite Seite und ich weiß, ich brauche da Inhaltsverzeichnis. Also ich brauche Seitenumbruch. Und natürlich die Tapferen, ich schalte schnell Hilfszeichen ein, via Start, Hilfszeichen. Die Tapferen würden mit Leerzeichen machen. Kein Problem, 12.000 Zeichen, Entschuldigung, jetzt hat es übertrieben, aber jetzt hat es 500 Zeichen und ich bin auf der zweiten Seite. Die weniger tapferen, aber ein bisschen schnelleren würden mit Enter schaffen. Das ist das, was ich sehr oft sehe. Das ist zwar schon schneller, aber so toll ist es auch nicht. So toll ist es auch nicht. Gell? Und jetzt, wenn ich das müsste machen, dann würde ich schnell, schnell Ctrl-Enter machen. Schaut mal, ich zeige das vier Blätter nebeneinander. Schwupps, so sieht das aus. Ich habe jetzt im Moment nur drei Blätter. Ctrl-Enter, springe ich auf ein Blatt, also auf nächste Seite. Hätte ich jetzt da, ich mache es retour, bim, bam, bum, bam, hätte ich Text und ich würde vor dem Text stehen, Ctrl-Enter schickt mir auch das, was vor mir steht, auf das nächste Blatt, auf die nächste Seite. Ja. Also Position ist wichtig, dann Ctrl-Enter ist schnell. Ich könnte sonst auf, zum Beispiel ich gehe hier auf Seitennummer, hier mache ich Zoom, schreibe ich, damit ich überhaupt unterscheiden kann. Ich habe Zoom, ich habe Beam, gell? Bei Zoom stehe ich und jetzt schauen wir einfügen, da gibt es Seitenumbruch, einfach so, bumm. Und dann wird an dieser Stelle Seite geschoben. Wenn ich auf leere Seite klicke, oh, es kommt etwa aufs Gleiche raus. Oh, jetzt habe ich zweimal geklickt, ich mache es retour. Aber das ist ziemlich McDonald's-mäßig, der ganze Vorgang. Jetzt, angenommen, ich will Boom. Ich werde diese Zeile auf einem separaten Blatt haben. So müsste ich vor Boom klicken. Und jetzt, ich gehe auf Layout. Und da habe ich wirklich Umbrüche en masse oder besser gesagt mit allen Schnickschnack. Und jetzt sage ich, ich will nicht nur Seitenumbruch. Ich will nicht nur Spaltenumbruch. Ich will nicht Textumbruch. Ich will Abschnittumbruch mit Seitenumbruch. Warum? Das zeige ich euch gleich. Also wenn ich normalen Seitenumbruch würde machen, zack, vor Bumm und nach Bumm und die Seite, rechte Maustaste, Entschuldigung, nicht rechte Maustaste, Layout, Ausrichtung, Querformat machen, dann wird die ganze Datei wird auf Querformat gemacht. Heieiei. Hätte ich aber da beim Boom nicht nur gewöhnliche Seitenumbrüche eingefügt, sondern hätte ich da gesagt, ich will Umbruch, Seite inklusive Abschnitt, zack, Layout, Umbrüche, nächste Seite und jetzt auf Boom klicken, ausrichten, Querformat machen, so wird nur diese Seite umformatiert. Ja? Also wenn wir nichts weiteres vorhaben, die ganze Zeit mit in Hochformat arbeiten wollen, dann muss ich mir den Kopf nicht zerbrechen, mit oder ohne Abschnitt. Wenn ich aber da bewusst Seiten einzelformatieren möchte, soll ich auch Abschnitte machen. Okay? Also drei Möglichkeiten, Ctrl-Enter, einfügen, Seitenumbruch, eventuell leere Seite einfügen, wäre auch eine Möglichkeit. Oder volle Ausführung, Layout, Umbrüche. Wichtig, immer Position beziehen.